So, meine lieben Damen und Herren, der Solar Butterfly ist seit 8 Tagen unterwegs. Und heute sind wir im Kanton Zürich angekommen, besser gesagt in Freienstein bei der Firma Kiburz. Und große Ehre für uns, wir haben einen wichtigen Gast aus dem Kanton, Martin Neukomm. Er ist Regierungsrat, Baudirektor des ganzen Kantons Zürich. Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns, das ist super. Danke für die Einladung. Kleine erste Frage von unseren Zuschauern. Zuschauer wahrscheinlich so zur Einstimmung. Wie groß ist eigentlich der Kanton Zürich? Also der Kanton Zürich ist der personenmäßig der größte Kanton. Wir haben 1,5 Millionen Einwohner und wenn man das so bezüglich einer Region anschaut, wahrscheinlich die wirtschaftsstärkste Metropolitanregion in diesem Bereich. Genau. Und Martin, du bist von der Grünen Partei. Es ist super, dass du Klimadirektor bist. Du bist der sogenannte Klimadirektor, Klimaminister. Bist du im Kanton Zürich. Und ich meine, der Klimaschutz ist dir schon lange eine Herzensangelegenheit, oder? Jetzt darf ich fragen, was macht der Kanton Zürich in Sachen Klimaschutz? Ja, also vielleicht, ich habe mit Klimaschutz mich begonnen zu interessieren, eigentlich mit sehr, sehr jung und dann mit 15 irgendwann immer intensiver. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt in der Politik eingestiegen bin. Ja. Also der Kanton Zürich, wir haben erst gerade neue Klimaziele gesetzt, also die Regierung, die gesamte Regierung hat eine Klimastrategie verabschiedet, wo sie sagen, wir versuchen Netto Null zu erreichen, nicht erst 2050, sondern schon 2040. Wir müssen halt schauen, wie schnell das überhaupt geht, es ist ja nicht alles in der Hand der Regierung, aber da wollen wir vorwärts kommen. Und das wichtigste Mittel, um das zu erreichen, das sind bis jetzt die Heizungen. Das ist da, wo wir den größten Bedarf haben. Also da gab es eine Abstimmung im Kanton Zürich im letzten November, also November 21, und da haben 62% haben dem neuen Energiegesetz zugestimmt, also fast eine sehr große Mehrheit. Mhm. Und das neue Energiegesetz, das sagt, dass erstens auf allen neuen Häusern braucht es Solarzellen, mhm, und neue Häuser müssen CO2-frei sein. Und man darf eine Öl- oder Gasheizung nicht einfach ersetzen mit einer neuen Öl- oder Gasheizung, sondern man hat das eingeschränkt, dass möglichst viele umsteigen auf Wärmepumpen, die dann kein CO2 mehr verursachen, dafür mehr Strom brauchen. Genau, ja. Also damit schaffen wir es in 20 Jahren schon relativ nahe an Null im Heizungsbereich. Und das war ein ganz, ganz großer Schritt. Also da können wir schon sehr viel erreichen. Ja. Das ist der eine Teil, ja. Die Wärmepumpen, das ist so das Allerweltsmittel hier in der Schweiz, alle reden von Wärmepumpen. Der größte CO2-Ausstoß der Schweiz ist der Heizungen, muss man sehen. Hat den größten Anteil am CO2, an Emissionen. Wenn wir das in den Griff kriegen, wäre das natürlich super. Aber sie brauchen Strom, die Wärmepumpen. Was ist die Strategie, von wo soll erneuerbarer Strom kommen, vor allem jetzt auch im Winter für die Heizungen? Also die große Herausforderung bei der Dekarbonisierung in der Schweiz ist tatsächlich der Winterstrom. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle diese Technologien, die im Winter vor allem Strom produzieren, besonders pushen. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, Windkraft ist in der Schweiz zwar nicht ganz in ganz großen Stil möglich, aber es gibt Potenzial und das müssen wir nutzen, weil Windenergie fällt zu 2/3 der Ertrag fällt im Winter halt an. Oder Solaranlagen in den Alpen. Weil Solaranlagen in den Alpen, so diese vertikalen, bifazialen Module, die liefern im Sommer gleich viel Energie wie im Winter. Und das sind natürlich Dinge, die uns vorwärts bringen, aber natürlich ist die Wasserkraft wichtig, dass wir da dann die Kapazität erhalten und dass wir auch entsprechende Speicher haben. Also wir werden zukünftig im Sommer zu viel Strom haben, damit können wir Wasserstoff produzieren oder anderes und das dann im Winter wieder zurückverwandeln. Aber das ist die ganz große Herausforderung der Energiepolitik und da müssen wir noch sehr viel arbeiten, bis wir das hinkriegen. Aber es ist technisch, ist es möglich. Ja, sehr gut. Technisch ist es möglich. Andere Bereiche in der Klimapolitik, wir haben jetzt über Heizung gesprochen, wie sieht es aus mit Stromerzeugung? Also eben, du hast es schon gesagt, ist es auch eine Politik bei euch, jedes Hausdach soll eine Solaranlage haben? Ja, auf jeden Fall. Also aktuell ist es so, dass man vom Bund Geld kriegt, wenn man eine Solaranlage auf sein Hausdach macht. Wir sind aktuell eher daran, die Bewilligungsverfahren zu vereinfachen, weil das ist auch ein Teil, dann wird das auch ein bisschen günstiger, wenn man weniger Aufwand hat für das ganze Bewilligungsverfahren, also da arbeiten wir daran und nachher müssen wir sehen, wie wir das erreichen, dass wir wirklich dann bis 2040 vielleicht schon die Hälfte der Dächer, wie viel auch immer möglich ist, schon mit Solaranlagen ausgerüstet haben, weil das ist die Energie, die wir am schnellsten und am besten zubauen können in der Schweiz und da müssen wir jetzt wirklich sehr viel Gas geben, eben nicht Gas, sondern Strom. Genau. Wie sieht es aus mit der Mobilität?
Mobilität ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Bereich. Einerseits, weil das Autofahren auch so emotional ist. Aber grundsätzlich ist die Strategie der Regierung mit drei Teilen. Zuerst sagen wir, zuerst ist es eine raumplanerische Frage. Also man versucht zu verhindern, dass es diese Wegstrecken überhaupt nötig werden, indem man Städte und Dörfer baut, wo alles nah beieinander ist. Also wenn Freizeit, Arbeitsort und Wohnen näher beieinander ist, dann fällt weniger Verkehr. Ja. Die zweite Strategie ist, der Verkehr, der anfällt, möglichst umweltverträglich abzuwickeln, also möglichst viele per Velo oder per E-Bike oder per Bahn. Und dann die dritte Strategie ist das, was übrig bleibt im Autoverkehr, dass man den emissionsfrei abwickelt. Im Moment ist das elektrisch, vielleicht später mal noch Wasserstoff. Ich glaube, ein großer Teil wird elektrisch sein. Also das sind so die verschiedenen Stufen und wir versuchen da überall entsprechend zu unterstützen. Beispielsweise ist es so, ein Elektroauto im Kanton Zürich ist befreit von der Motorfahrzeugsteuer. Also das sind so kleine, ja, kleine Sachen. Aber es ist wichtig, der ein Elektroauto kauft, der zahlt ja ein bisschen mehr als ein Benzinauto, der soll dafür aber auch ein bisschen belohnt werden für Staat. Genau, im Moment noch und je größer der Anteil Elektromobile wird, desto günstiger werden die Elektromobile werden und irgendwann werden die gleich teuer sein wie die Verbrenner. Also ich rechne damit, dass 2030 wahrscheinlich kaum mehr Verbrenner auf dem Markt sein werden. Und das ist auch eine wichtige Rolle des Staates. Wir können überall da, wo die Technologien noch nicht so weit sind, wo sie erst gerade am Anfang sind vom Markteintritt, da können wir schon investieren und damit die Technologie voranbringen. Also ein Beispiel, bei mir ist das Tiefbauamt, also wir haben den ganzen Straßenunterhalt, Autobahnunterhalt und Unterhalt von 1500 Kilometer Staatsstraßen. Und die müssen gereinigt werden. Dafür haben wir ganz große Reinigungsfahrzeuge. Und wir haben jetzt erst gerade das erste sehr große Reinigungsfahrzeug gekauft. Also das ist ein Lastwagen, der vollständig emissionsfrei ist, also elektrisch. Und natürlich, der war teurer als der herkömmliche, weil das Neue ist immer teurer. Aber er hat gesagt, wir müssen jetzt da vorangehen und das umrüsten. Und da können wir auch einen kleinen Beitrag leisten, auch wenn die direkt eingesparte Menge CO2 ist, dann natürlich nicht gigantisch. Aber es ist ein Beitrag an die technologische Entwicklung. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da können wir auch im Kanton Zürich oder in der Schweiz, in einem kleinen Land mit einem kleinen Ausstoß, können einen Beitrag leisten, weil entwickelte Technologien können später auch exportiert werden. Genau, genau. Also ihr wollt als Kanton mit gutem Beispiel auch vorangehen. Genau. Und ich sehe, auf allen Ebenen seid ihr aktiv, um die Klimaziele zu erreichen. Wann wird der Kanton Zürich klimaneutral? Wissen wir das schon? Ja, also Optimum. Rein technisches Optimum, es wird immer gesagt 2030, ich denke einfach 2030 ist schlichtweg technisch fast nicht machbar. Ich glaube, das Optimum wäre 2040, wenn wir das schaffen, wäre es wirklich gut. Ja. Also das wäre echt eine große Leistung, wenn wir das hinkriegen. Ja. Ich denke, wir sind schon mal zumindest mal gut unterwegs, aber es braucht noch viel, um das zu erreichen. Super, da wünsche ich dir viel Energie und viel Glück dazu. Letzte Frage noch an Martin, was machst du privat in Sachen Klimaschutz? Also Vorbemerkung, ich finde, Klimaschutz ist nicht eine Privatsache, weil wir schaffen es nicht, wenn wir die Verantwortung einfach jedem Einzelnen delegieren, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das ist eine wichtige Aufgabe, dass da der Staat auch eine Funktion wahrnimmt. Aber natürlich, ich denke mir, wenn man den ganzen Tag von Klimaschutz redet und sich damit beschäftigt, dann macht man automatisch auch gewisse Sachen weniger oder nicht. Also beispielsweise, ich habe kein eigenes Auto. Ich habe, als Regierungsrat muss ich teilweise mit einem Auto irgendwo mitfahren, weil ich sonst nicht mit kann. Also ich habe einen Fahrer für diese Fälle, aber sonst fahre ich eigentlich nur ÖV. Ich reise fast nie mit dem Flugzeug, also ich versuche da möglichst zu verhindern. Beim Fleisch bin ich noch nicht so gut. Ich habe meinen Fleischkonsum ungefähr halbiert zu früher. Schon mal gut, aber da vielleicht wird es in Zukunft noch besser. Alles klar. Martin, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch mit dir, dass du Zeit genommen hast, uns in Freistein zu besuchen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Energie für die Umsetzung dieser Pläne. Und meine Damen und Herren, das wäre also das Interview gewesen mit Martin Neukomm. Er ist der Baudirektor des Kantons Zürich, Chef von 2000 Leuten, muss man noch sagen. Ja, 2000 Leute arbeiten für dich. Und das wäre es gewesen für jetzt, für heute. Und ihr könnt uns folgen, www.solarbutterfly.org, wie immer. Da seht ihr unsere neuesten Stories und da seht ihr, um was es hier geht bei dem Solar Butterfly. Und bis zum nächsten Beitrag. Bis später.